Hi, it's us again, Shovelware Queens. So, we found this old game. We vaguely remember buying it in the 90s. It sucked. I'm not even sure how we got it, but I remember a joke we made about we coming down from space on an asteroid. Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich aufnehme, weil die FPS-Zahl oben sich nicht verändert und irgendwie außerhalb des Screens ist. Ich presse mal Z. Und willkommen zum besten Spiel 2014. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das gerade aufnehme. Okay. My name is Sister Tabitha, and I have been sleeping for 8 years. Faules Weib. I have been sent to the outer fringes of the galaxy on a rescue mission. Okay, klingt spannend. I'm here to investigate the disappearance of the great orbital monastery, Enon's Hope. Today, I woke up to a kiss of teeth. Your faith must be greater than that of the garden. Mine asteroids to find faith? It is found by reading the Bible fragments. You can also find dimethyltryptamine for the experimental mining laser. Beware cerubium, but they will drop fuel on destruction. Okay, Garden 1000, Faith 100, Fuel 500. Ach du Scheiße! Was ist, wenn mich sowas trifft? Oh, ich sehe, wenn sowas approached. Oh Gott. Womit? Pfeiltasten. Lass mich raten, Z? Ja. Mein Fuel geht runter. Und hier? Kann das kaputt gehen? Nein. Okay, dann sterbe ich. Ich setze das Ganze mal noch ein bisschen um. Da oben war doch irgendwas immer mehr. So. Ist Y auch noch irgendwie was? Der Taste? Nein. Einfach mal so ein paar Tasten auf der Tastatur probieren, aber anscheinend nur Z. Your faith must be granted of the garden. Mine asteroids to find faith. It is found by reading the Bible fragments. B? Vielleicht sieht man die ja als B dargestellt. Schießt sie Schädel? Nee, sieht aber so aus. Was ist das? Oh, ist das vielleicht ein Bibelfragment? Was mir angezeigt wird in der Map? Komme ich dem Ding näher? Nee, es verschwindet immer nach oben rechts. Hier? Da! Let no man say when he is tempted. I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil. Neither tempted he any man, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. When I conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Keine Ahnung, was mir das sagen soll. Ah, mein Fuel geht so langsam leer. Woher kriege ich Fuel? Oh, was ist das? Was ist das? Was war das jetzt?
Stand nicht irgendwas mit Fuel da, wie ich das bekommen kann? Wenn ja, dann RIP. Sache, die mir gesagt hat, Fuel. Was? For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same. That through death he might destroy him that had the power of death. That is the devil, and deliver them to who through this fear of death were all their lifetime subject to bondage. Was auch immer mir das sagen soll. Aber wahrlich stimme ich dem Spiel zu. Was bist du? Was macht das? Es sieht aus wie eine Fuelflasche, aber... Gibst du mir Fuel? DMT, Mann, DMT? Ach, es ist so eine Art Munition, ja? Weil immer, wenn ich schieße, geht's um 2 runter. Und mein Fuel geht runter, wenn ich mich bewege. Und mein Glaube steigt die ganze Zeit an. Okay, also versuchen wir... Wow. Versuchen wir weiter Bibelstellen zu finden. Bist du vielleicht das große böse Monster, was mich fressen will? Ich glaube schon. Halt, da oben ist noch eine Bibelstelle. Ja, die wollen wir natürlich. Komm her. And I beheld that... Ah, das Monster sehe ich an dem grünen Pfeil. Jo, in the midst of the throne and of the four beasts and in the midst of the elders stood a lamb. Oh, hier ist Begrenzung. Was? Stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent forth into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him. Okay, wie ihr seht, dieses Spiel ist sehr religiös geprägt. Und findet auch wahrscheinlich, dass Religion das einzig Wichtige ist. Also, es ist auf Steam... Okay. I'll have to hitch a ride on this canister along the spine of the chasm. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Die Frau hat was von meiner Rallye-Lehrerin. Auch von Grundschule und Regelschule. Hotel. Das Spiel ist größtenteils negativ auf Steam bewertet, wie ich finde, zu Unrecht. Und es hat Bullet Hell Passagen. Und Bullet Hell ist immer gut. Es war bei Pete's Meet bei den Wichtelspielen dabei. Und ich fand es gut. Und der Typ von Pete's Meet hat es nicht zum Ende geschafft. Das möchte ich ganz gerne jetzt. Das heißt, wir werden versuchen, das Spiel zusammen durchzuspielen. Und damit willkommen zu Uriel's Chasm. Woran nehme ich den Schaden? Also jetzt eben habe ich es nicht bemerkt. Von den anderthalb Herzen auf ein Herz runter. Hä? Und jetzt ein halbes? Halt. Der Boden? Ach, der Boden! Alles auf braunem Boden. Oh, wow. Okay, man darf echt nicht zu weit nach unten. Das müssen wir erstmal rausfinden. Die schießt alle nur einmal, richtig? Gehen wir mal lieber nach oben, wenn unten so viel Seltsames ist.
Ah, nice. Füge ich den Schaden hinzu? Füge ich euch allen Schaden hinzu? Ach, er geht wieder. Nice. Shit. Was? Wow. Alle Herzen instant verloren. Weil es keinen Cooldown im Damage Taken gibt. Huh. Wie habe ich das gemacht? Keine Ahnung. Kommt jetzt mein Friend? Nee. Das ist schwer. Was? Oh. Lass mich raten, genau jetzt wäre der Boss gekommen. Tut mir das weh? Oh. Okay. Hätte ich wissen können. Das ist doch schon wieder scheiße. Was haben wir da eigentlich hinten an uns dran? Das erinnert mich ein bisschen an Medikalat. Und jetzt hätte ich so eine Art Spritzenladung bei mir. Okay. Let's get into this. Noch macht er keine schweren Wellen. Alles im möglichen Rahmen. Okay, Moment. Moment. Nicht alles im möglichen Rahmen. Oh. Gut. Dig me ears through this flesh, so numb. Sword of living water, carve a ladder to the stars above. I'm on my knees in corrupted blood. Nephilim rise out of the mud and sing their fallen song. But Jesus, bottles my tears. Klasse, Jesus. Beyond me is the garden you have dreamed. You will find your friends there, hanging in trees. Okay. Cool. Okay, that was random. Leah just got up and walked out. I think she's crying, hang on. Okay, I don't know who made this game, but they upset my friend. I went to church and my God was good. It doesn't make sense that you want everyone to die. This life is too precious. Like, he's really upset, guys. What's wrong with Leah? Come on. Our game. Huh? Well, that? Yeah. Well, what's wrong? Just... Looks rubbish, doesn't it? It is. Where's the option screen on it? There's no options on it. What if you look into that bit? Huh? That bit there. Looks rubbish to me. Was auch immer das war. Können wir irgendwas machen? Nee, nur laufen. Ich habe leider kein Wort verstanden. Ja. Ich werde das dann lauter drehen müssen und es mir später nochmal selber anhören müssen. Weil mich ja die Story des Spiels interessiert. Krieg ich Schaden? Nee. Das ist jetzt einfach nur Bäume suchen. Verily, verily, I say unto you, except the corn of wheat fall into the ground and die. It abideth alone, but if it die, it bring irgendwas. Ich glaube, das sind immer dieselben Texte. Natürlich invertierte Steuerung. So,
Achso, wir müssen jetzt 7 Bäume finden. Oh, mir wird die FPS-Zahl als rot angezeigt. Cool. Death is swallowed up in victory. Oh Death, where is thy sting? Oh Grave, where is thy victory? The sting of death is sin. Klasse. Das könnt ihr euch selber durchlesen. Wenn ihr so in der Story interessiert seid. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same. Im Hintergrund ist das Monster, von dem wir träumen. Keine Ahnung mehr, wo ich bin. Oh. I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. Ja, danke dafür. He is the image of the invisible God, the firstborn of every creature, for by him were all things created. Oh man. Das Spiel ist doch perfekt. Halt, wenn wir weiterlaufen. Verily, verily, I... Ah. Okay, das kennen wir schon. Nein. Oh, ist das vielleicht, wo ich am Anfang war? Oh. Okay. Der einzige Ort, wo wir noch nicht waren. Ja. Death is swallowed up in victory. Oh, death, where is... Ja, okay. Oh, Jesus, I'm really sorry about what's happened. Lord, God, I thank you for what you've done. Life, Lord, you've been the making of me. Thank you for everything, Lord. I thank you for the places you left me, Lord, for the people you brought into my life, Lord. I thank you for the love that you put into my heart, Lord, that I could give out to people, Lord. I thank you for the quiet times, Lord. I thank you for the mountain. I need you, Lord, to read your word. Just thank you for that life, Lord, that I walked away from, Lord. Just really sorry, Lord. You let me go, Lord, and I saw that
to everything that I left in order to follow you was basically still there, but it's just dead almost. You know, I just want to repent of everything. I just want to get back to that relationship that I had with you. To my family, Lord, to see other Christians the way I used to see them. Lord God, I pray that I can read your Bible and study your word to find out more about you and just to be filled with that same awe. It's just been amazing. All the songs I've written and all this stuff is nothing. As Paul said, I can't believe it's nothing. It's nothing to throw away those selfish ambitions, Lord. Just to devote my life to finding out more about you, Lord. And through that, encouraging the people to know who you are. Okay, Moment. Ich muss erstmal sterben. Und dann muss ich Wege finden, hier durchzukommen. Zwei nach links ausweichen, zwei nach rechts ausweichen. Ah, okay. Jetzt habe ich S gedrückt und was passiert dann? Jedenfalls, daran ist die Person von Pizmeet gestorben. Oder nicht weitergekommen. Das würde ich gerne jetzt weiterschaffen. Ist es jetzt abgespeichert? Ah, ich drücke S und alles ist fort. Okay. Gut. Das bedeutet, das war's mit Part 1. Ich werde das nächste Mal bis zu dem Punkt weiterspielen und eventuell war es das dann schon. Vielleicht schneide ich es dann auch zusammen. Aber ich werde jetzt erstmal schauen, ob Part 1 soweit funktioniert hat und ob mich das Spiel nicht übertönt hat. Also bis dann. Ciao.
Okay. Und nun? Z? Irgendwas? Stille? Könnte ich sehr gut gebrauchen, denn dann kann ich etwas leiser reden. Weil es eigentlich schon sehr spät ist. Gut, dann war's das damit. Dann ist das ein Einfolgenspiel. Ja, das schneide ich hinten dran. Ich muss sagen, ich finde es tatsächlich nicht größtenteils negativen Steam-Bewertungen würdig, weil ich habe das Spiel nicht ganz verstanden. Ich glaube, es wollte auch keine Geschichte erzählen und wenn doch, dann tut es mir sehr leid, liebe Spieleentwickler. Aber keine Ahnung. Falls ihr da irgendwas verstanden habt, dann erzählt es mir gerne. Dieses eine Mädchen hat ja, ich hatte mir das irgendwie ein bisschen lauter angehört, obwohl man den Typ in der Nachtaufnahme echt nicht verstanden hat. Aber dieses Mädchen hat da irgendwie was erzählt, dass das Spiel sie ein bisschen traurig macht, weil sie immer in die Kirche geht und alles. Und das Spiel irgendwie fälschlicherweise vermittelt, dass es gut ist, wenn die Menschen sterben oder so. Trotz dieser christlichen Glaubenssache, die halt in dem Spiel verbreitet wird. Und keine Ahnung. Ein Statement von ihr wäre am Ende nochmal cool gewesen. Und diese Lichter hier machen mir gerade Krebs. ja. Dann danke fürs Zusehen. Freut mich, wenn euch Uriel's Chasm gefreut hat. Und wenn ja, dann lasst doch mal den Entwicklern, wo auch immer man die findet, ein bisschen positives Feedback da, weil das waren zwei coole Bullet Hell Szenen. Eine am Anfang seltsame Szene, eine mittendrin seltsame Szene. Gab's noch was? Vier Teile, oder? Ja, stimmt, das hatte ich sogar
nochmal gelesen gehabt in dem Dialog nach dem ersten Teil. Wir haben halt diese Bibelstücken gesucht und haben versucht, unseren Glauben so weit zu erhöhen, dass wir in den Garten dürfen. Und irgendwie mussten wir dann mit einem Kanister durch die Kluft und also durch das Chasm, die Kluft, und mussten diesen Kanister irgendwie da durchbringen und dann dafür sorgen, dass irgend so ein Typ stirbt, der sich dann aber irgendwie von Gott geschützt gefühlt hat oder irgendwie, keine Ahnung, so safe ist, weil seine Tränen von ihm aufgefangen werden oder von Jesus. Und hat sie dann halt in den Garten gelassen, wo ihre Freunde an den Bäumen hängen. Und wollte ihr damit Glaube sagen, dass der von ihr begehrte Garten eigentlich doch nicht so begehrt sein kann, weil halt ihre Freunde da hängen und ich denke mal nicht, dass es positiv, sondern negativ gemeint war. Und dann haben wir halt diese Aussagen nochmal gehört bekommen, die ich nicht schnell genug vorlesen konnte. Und hatten dann halt irgendwie diese Nachricht. Ich glaube, genau, was mir aufgefallen ist, während dieser Nachrichten war transparent im Hintergrund das Gesicht einer Frau eingespielt. Und dieser Typ hat irgendwie über was gesprochen, dass er glücklich ist, über verschiedenste Dinge. Also das bisschen, was ich raushören konnte, wenn ich den Volumen voll krass hochgestellt habe. Oder das Volumen. Und was möchte ich sagen? Diese Farben lenken mich ab. Er hatte am Ende irgendwas gesagt mit Remember all of her songs, irgendwie, vielleicht haben die jemanden verloren. Und vielleicht hat der sich von dem Spiel wieder so ein bisschen angegriffen gefühlt oder so, oder keine Ahnung, hat er, dass das Spiel das nochmal aufgewühlt hat. Also jedenfalls die Grundstory am Anfang erzählt, worauf ich irgendwie gar nicht zu sprechen kam, war halt, dass diese zwei Mädels da ein altes Spiel gefunden haben. Oder ich glaube, sie haben Let's Play gefunden. Auf a lost Let's Play oder long forgotten Let's Play. Also ich glaube, wir haben ein Let's Play gespielt. und ja, die haben sich das halt mal alles so angeschaut. Oder die haben es doch selber gespielt, oder? Weil da stand doch, also der Typ hat doch gesagt, no options Menü oder so. For me, this is rubbish. Aber warum sollte sie ihn zur Hilfe holen? Doch nicht wegen dem Spiel. Oder vielleicht wegen den Inhalten, sondern vielleicht, weil die DVD nicht mehr abgespielt hat. Also vielleicht war das hier ein Let's Play. Im Let's Play. Okay. Ist aber sehr interessant gewesen und war. Für wie viel Geld habe ich mir erst. Ich glaube, es war runtergesetzt, oder? Oder kostet es generell wenig? Jedenfalls irgendwas mit 1 Euro noch was. Ja, genau. 99 Cent oder so? Jedenfalls ist Aurelius Chasm, glaube ich, immer noch runtergesetzt und ich fand das Spiel in Ordnung. Ihr müsst es euch jetzt nicht selber kaufen, weil. Wenn ihr das Video gesehen habt, dann kennt ihr das Spiel schon. Und ab dem Punkt finde ich es immer, auch wenn ich ein Let's Play geschaut habe, irgendwie meist unnötig. Außer man kann in dem Spiel irgendwas individuell gestalten, was hier aber nicht der Fall ist. Und deshalb danke fürs Zusehen und euch Zeit nehmen für Aurelius Chasm. Einem der besten Spiele 2014. Okay. Gut. Ciao.